Ist das Ding überhaupt killbar? Was ist das? Geschenk der Dryade, ein Andenken an längst vergangenen Zeiten. Ich würde sagen, wir lassen den einfach mal leben. Man muss ja nicht unbedingt hier mit allem im Knatsch liegen, sag ich mal. Komm, ich lasse euch auch leben. Ihr gebt ja nicht wirklich EP. Ich bin großzügig heute, seht ihr das? Aber ihr seid tot. Rein da! Uhuhu. Und wieder daneben. Tja. Heute Wurf erfolgreich. Ein Stück Holz. Noch mehr Elche. I see something. Oh. Ist das vielleicht irgendwie so eine Herausforderung gerade? Wartet mal. Wartet mal. Wir machen das jetzt mal so. We miss all the fun! Boom! Bring it on! Bring it on! Oh oh! Grant me strength! Halt! Huh? You deserved it. Du greifst auch nochmal. Ja. Warum? Oha. Schatz. Heute. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre irgendwas von Amiri. Wisst ihr, was ich meine? Oh. Ah. Wisst ihr was? Ich regge mich nochmal so ein bisschen. So. Slavery didn't break you. But could you forgive those who hurt you and give them a chance to atone? Hell no! These wretches had 100 chances. 1,000. Millions. I'll think about forgiving them when they set all their other slaves free. Ich glaube, das wird nicht passieren, meine Dame. Das war gut. Das war definitiv gut. Oh, nicht schon wieder. Sprang aus dem Fenster, ja. Och, Mann, ist das... Das nervt wirklich. Dass man das nicht abschalten kann. Warum friss hier meinen Feuerball, Junge? Der mal wieder daneben gegangen ist. Heil mal bitte Harin. Häuten und zack. Ich weiß nicht, ob das extra... I don't like surprises. Da-da-di. Ach, schade. Ich muss sagen, das Ding gibt hier auf jeden Fall gut Geld.
Was hab ich denn? Graruk? Wer ist das? Die Bestie vor dir ist ungewöhnlich groß und hat ausgesprochen wütende Augen. Ihr bedrohliches Grinsen wirkt beinahe, als würde sie lächeln. Sei gegrüßt, Reisender. Bevor du deine Waffe ziehst, lass mich dir sagen, dass ich keinen Grund für einen Streit zwischen uns sehe. Vielleicht könnten wir einander sogar nützlich sein. Wartet, wieso kann dieser Wolf sprechen? Ist er am Ende magisch oder so? Ich bin kein Wolf, Mädchen. Ich bin ein Borg. Erstaunlich, dass du so alt geworden bist, ohne den Unterschied zu kennen. Aber es ist ja nie zu spät, einem vorlauten Leckerbissen eine Lektion zu erteilen. Der Borg leckt sich langsam die Zähne. Wer ist hier ein Leckerbissen, du Pelzknäuel? Amiri starrt die Bestie an, ihre Hand ruht in ihrem Schwert. Deine Worte werden dich nicht retten, Monster. Du sagst, wir können einander nützlich sein? Ja, bring mir jemanden, der schmeckt. 3 oder 4 Leiber müssten genügen. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit verrate ich dir, wo der alte Reisende seine Truhe vergraben hat. Ein alter Reisender, sagst du? Ein sehr alter, magerer und geschmackloser Reisender. Das Grinsen des Vorks gleicht beinahe einem Lächeln. Schön. Der Vork grinst und erwidert deinen Blick. Also abgemacht, ich werde hier auf dich warten. Wie konntest du in so einem grauenhaften Handel einwilligen? Tristan schüttelt den Kopf. Wer bist du? Du kannst mich Graruk nennen. Ich lebe hier schon bedeutend länger als die Herrscher dieser närrischen Stämme. Ich habe schon viel gesehen und noch mehr gefressen. Aber wen will ich denn zum Futtern bringen? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich keinen. Hier ist nicht gerade so viel, dass man sagen könnte, es würde sich lohnen. Wir gehen mal hier lang. Hier, das nehmen wir noch mit. Ach du Scheiße. Wissen Natur. Der Leichnam ist mit Brandmalen übersät. Du hast genug Vorräte, um einmal zu lagern. Hier Nacht verbringen. Was ist das? Eure Furcht schmeckt köstlich. Burggraf Smolderburn. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Mach mal ein Schild. Verängstigt. Na toll. Oh nein. Warum kann ich... Ja, ist gut jetzt. Ich hab dir nicht ein einziges Mal... Die sind immer noch in Furcht. Könnt ihr mal aufhören mit der Kacke? Hallo? Schwelle des Todes? Ey, was ist denn hier los? Ach so, ja, natürlich. Wir laden das Ganze mal. Oh, Killers, ey.
Das darfst du keinem erzählen, ne? Einfach mal dastehen. Nein, sie müssen weglaufen. Weglaufen in die nächsten Mobgruppen rein. Easy. Oh, my life. Ach so, ja. Jetzt musst du mir mal sagen, wie ich das Ding platt machen soll. Ist das vielleicht auch so ein Ding, was nur mit... Ja. Ey, wie die wieder alle vor Furcht fliehen. Wieder alle. 13 Sekunden. 11 Sekunden. Guck dir das mal bitte an. Was machst du denn... Hör auf damit! Ey! 10 Sekunden! Könntet ihr mal bitte was machen? Meine Güte, ey. Sag mal. Ich hab den nicht einmal getroffen, ne? Ja, geil. Laden. Muss ich ja wohl. Geht ja nicht anders. Oh nein, ich muss das Ganze von vorne machen, ne? Oder ich hab bei dem Hirsch gespeichert. Ich glaube, ich hab beim Hirsch gespeichert. Nemo an mich. Ne, ich hab da gespeichert. My search was not in vain. Wir belasten das Ganze jetzt einfach mal bei der Sache und verzwirbeln uns jetzt einfach mal. Und vor allen Dingen werde ich mich nicht dahinlegen. Wartet mal. Die EP nehme ich aber noch mit. So. Aber das war ja wirklich unfair. Megamäßig unfair, wenn ich das mal so sagen darf. Du hast ihn ja überhaupt nicht gekillt. Überwucherter Gang? Wir machen das Ganze mal genauso wie vorher. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe die falsche Taste gedrückt, Mann. Könntet ihr mich retten? Tristan, es tut mir leid. I believe I found something. Wir machen das jetzt mal gerade. Ich habe doch ein bisschen mehr Schaden genommen, als ich wollte. Ja. Du wurdest bei der Jagd angegriffen. Ja gut, dann brauche ich nicht. Nee, der ist schon wieder tot. Ach nee. Kinders. Kann ich jetzt bitte?
Danke. Your Sarin Ray forgives everyone and everything. Maybe she'll forgive me about the couple of coins I owe you, huh? Amiri, Amiri. Sarin Ray forgives sins, not debts. She gives everyone a chance to atone for their mistakes. So, you have a chance to repay me. Nicht noch ein Angriff. Einer reicht. Wirklich. Außerdem ist Tristan schon einmal gestorben. Was ist das? Na toll. Ist das da hinten zufälligerweise? Na komm. Wo bin ich denn hier? Your life ends. I shall end this suffering. Nein, nicht schon wieder erschrecken. Ey, bitte. Hört auf mit der Scheiße. So, hör auf. Alle laufen sie wieder weg. Oh, ist das herrlich. So, du machst das. Du heilst ihn bitte. Ich heil mich. Die laufen schon wieder weg. Ach, ist das dein Ernst? Wirklich jetzt? Läuft es jetzt darauf hinaus, dass wir jetzt die ganze Zeit weglaufen? Machen wir hier halt ein Fernkämpfer-Duell. Boom. Wir machen mal gerade ganz kurz hier ausrüsten. Ausrüsten. Schluck mal das. Ah. Nein, nicht segnen. Harim. So. Easy. Ja, entsetzend Tuppisse hier. Was haben wir denn hier? Wein, Armbrust. Mhm. Armschienen. Easy, einfach mal alles mitnehmen. Oh, die haben wir sogar noch mehr. Milch, Wein. So. Einfach mal komplett ausgenommen. Die Banditen bestohlen. Wo bin ich denn hier jetzt mal? Ohne Witz. Hier war das. That was easy. So. Theoretisch könnte ich mich jetzt nochmal hier hinsetzen und heilen. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Hinterhältiger Angriff. Heilung. Aua, aua. Dieser Heal ist auf jeden Fall echt gut von dem. Also deutlich effektiver als der von Harem. Der hat ja das auch, aber nicht so in der Form. So meine ich das jetzt. Ich werde das Ganze mit diesem Gorak aber jetzt so ein bisschen skippen. So. So.
dem Wok jemanden als Mittagessen schicken. Könnte ich nicht Tatuzio zu dem schicken? Das wäre doch eigentlich die ideale Idee, oder? Guck ich, dass ich da oben noch sauber mache. Den Schädel, den mache ich nicht. Das ist mir zu blöd. Mit diesem ganzen Rumgefiere und hast du nicht gesehen. Ich hatte ja überhaupt keine Schnitte. Selbst wenn ich angreifen konnte, hat nichts geklappt. Leider. In Gottes Namen.